Ich bereite mich gerade auf einen Anruf vor, auf ein Telefonat. Wollte das mal kurz gezeigt haben, was ich mache. Also ich investiere nicht mega viel Zeit, das können wir bei der Menge an Telefonaten nicht. Ich gucke mir so ein paar Punkte von so einem Unternehmen vorher an. Erstens die Ansprechpartner, das heißt, wer sind die Menschen, mit denen ich es da zu tun habe. Das ist mit der wichtigste Part für mich immer. Neben dem Unternehmen. Wer sind die Menschen, mit denen ich es dort gleich zu tun haben werde? Wer ist das Unternehmen? Wie groß? Umsatz? Umsatzverlauf? Was geht mit der Website ab? Das heißt, sind wir da in einem positiven, in einem negativen Trend? Wie sind die Content, was Content angeht, aufgebaut? Wo ist ein möglicher Bedarf? Wo sind mögliche Probleme schon zu erkennen? Und wie wird das Gespräch wohl verlaufen? So. Ich gucke mir auch ein bisschen Umsätze sehr gerne an, um festzustellen, in welcher Größenordnung sich etwaige Marketingbudgets befinden. Und dann lasse ich sehr viel auf mich zukommen, ehrlich gesagt. Weil am Ende spreche ich mit Menschen, die Menschen erzählen dir, was sie vorhaben, was sie für ein Problem haben. Und deswegen habe ich die zuerst genannt. Also erstens vor so einem Call die Menschen, zweitens das Unternehmen und drittens, weil es hier eben um Online-Themen geht, um Content-Themen geht, die Website, die Performance, das Online-Marketing. Jo.